Hallo. Ach, jetzt guck doch nicht so böse. Sonst kriege ich Angst, dass du gleich wieder über mich herfällst. Was willst du? Ich will dir für morgen alles Gute wünschen. So macht man das doch unter fairen Konkurrentinnen, oder? Ich verschwinde. Gerne. Umso mehr freue ich mich, dich morgen wiederzusehen. Glaub mir, der Tag wird voller Überraschungen sein. Allerdings, wenn ich mit Dionysos als erstes durch die Ziellinie renne. Ich hoffe, du hast deinen Sattel zwar kontrolliert und Dionysos wird bewacht. Nicht, dass morgen irgendwas beschädigt ist. Was willst du? Naja, schade, wenn du nicht heil ins Ziel kommst. Aufwachen. Krieg ich einen Kaffee? Hast du sie noch alle? Weißt du, wie spät es ist? Keine Ahnung, früh. Mein Wecker hat nicht geklingelt. Ich hab verschlafen, aber heute ist das Derby. Was sitzt du da noch rum? Was? Mist, warum hat mich niemand geweckt? Jessica, ich muss da sofort rein. Andi, was ist denn mit dem Licht los? Was soll ich das wissen? Ja, guck doch mal, das flackert überall. Ja, mir flackert auch alles. Hast du etwa auch verschlafen? Ja. Jessica, raus aus der Dusche, aber zackig. Ich muss sofort ins Bad, ich muss mich fertig machen. Dann steh doch früher auf, ich brauch noch ein bisschen. Ich krieg dir gleich die Tür ein. Hey. Hier, es war nur Pulver, aber der andere ist unterwegs. Ja, und jetzt sagst du mir, was du frühstücken willst. Ich hol uns was. Was essen? Jetzt? Ich muss gleich reiten. Schmeiß die Alte lieber mal aus dem Bad raus. Jessica, mach hin, ne? Also irgendwie zickt der Strom rum. Wahrscheinlich hat deswegen mein Wecker nicht geklingelt. Mann, Jessica, raus da! Ja. Ich muss auch noch Dionysos vorbereiten. Um den kümmert sich doch Christian. Christian ist nicht mehr mein Trainer. Was? Seit wann das denn? Seit gestern. Hagen hat den rausgeschmissen. So kurz vor dem Rennen? Mann, na endlich! Ich dachte schon, du schlägst da Wurzeln. Weg da! Was hat sie denn? Lampenfieber. Hey. Ich hab's vorhin schon gehört, Hagen hat dich gefeuert. Ja, ist ja auch keine große Überraschung, oder? Theresa hat deiner Sattelgurt angeschnitten. Ich habe davon gewusst und hab's für mich behalten. Du hattest gute Gründe. In erster Linie habe ich eine Straftat gedeckt. Dana war doch die letzten Wochen das reinste Nervenbündel. Du hattest doch keine Ahnung, ob sie schafft zu starten. Hagen hätte Theresa sofort gefeuert. Und dann wärt ihr vielleicht ganz ohne Jockey da gewesen. Er findet aber trotzdem, es wäre seine Entscheidung gewesen. Irgendwas ist mit dem Strom, oder? Ja, Andi guckt schon nach der Schwachstelle. Ja, kann sie ja nur um Stunden handeln. Ist für dich doch eh egal, du bist beim Rennen. Nein, ich gehe nicht zum Rennen. Dana will mich da nicht sehen. Christian, du wolltest da Kontakte knüpfen, dir einen Namen machen, du musst dahin. Es geht aber nicht um mich. Hier geht es um Dana. So ein Mist. Ich dachte, ich könnte die Übertragung von dem Derby wenigstens im Fernsehen sehen. Andi, hast du wieder an irgendwelchen Einstellungen herumgefummelt, um deine komischen Motocross-Übertragungen aus Kanada zu gucken, oder was? So ein Quatsch. Wir haben Stromschwankungen. Das schlägt sich auch auf die Satellitenlage aus. Ausgerechnet heute. Das scheint doch irgendwie eine Regel zu sein. Wie hieß der Typ noch gleich? Weiß nicht, wer du meinst. Murphy. Murphy's Law. Ja, stimmt, genau. Also alles, was schiefgehen kann, das wird auch schiefgehen, Leute. Ja, das hilft uns ja jetzt wirklich nicht weiter, Fritsche. Aber wozu bist du nur Handwerker? Oder kennst du dich mit sowas nicht aus? Strom ist mein Hobby, klar. Tada! Was haben wir denn damit? Das Rennen anhören. Ali, ich habe drüben eine ganze Stereoanlage. Ah, die geht heute auch nicht. Der Strom im ganzen Haus spinnt. Ja, aber das hier läuft mit Batterien. Habe ich noch eine alte Kiste gefunden. Und für dich ist es halt bestimmt das Wichtigste, was es gibt. Ja. So, dann wollen wir mal. Radioübertragungen sind nämlich völlig zu Unrecht aus der Mode gekommen. Früher haben sich ganze Familien um so ein Ding versammelt. War das nicht im Krieg? Also an dem Sicherungskasten liegt's nicht. Scheint in Ordnung zu sein. Ich kann diesen Sender nicht finden. Naja, komm, ist egal. Ich kann Dana schon früh genug gratulieren, wenn sie das überhaupt will. Gutes Stichwort. Habt ihr eigentlich schon eine Party organisiert? Das könnte ich doch machen. Vielleicht im No Limits?
Dana wird sich bestimmt freuen, oder? Klar tut sie das. Super Idee. Ja, fragt sich dann nur noch, wer Dana da auch hinlotst, wenn wir alle nicht beim Rennen sind. Keine Panik. Da habe ich schon eine Idee. Wir haben heute nur Favoriten am Start. Mit einer Ausnahme. Der Lahnstein-Rennstall, der selbst erst seit wenigen Monaten existiert, war mutig genug, einen Außenseiter an den Start zu schicken. Die Jockette Dana Wolf. Ihre letzten Siege hatte Dana Wolf bei den Junioren. Dann hat sie sich für Jahre aus dem Rennsport verabschiedet. Wird sie es schaffen, sich mit diesem Start einen Platz im internationalen Rennsport zu erkämpfen? Die Konkurrenz ist groß. Ach, sie packt das weiß ich. Außerdem hat Wolf sich kurz vor dem Derby von ihrem Trainer Christian Mann getrennt, der bis vor wenigen Tagen auch... Kannst du mir sagen, was mein Laptop in deinem Zimmer zu suchen hat? Sag mir mal lieber, was du da zu suchen hast. Jessica. Hier, ich habe mir was bestellt. Schuhe. Warum hast du den Stecker nicht wieder eingesteckt? Jetzt der Akku leer, wir können die Internetübertragung nicht anhören. Mann, Leute! Heil mich doch nicht so. Ich schrei dich nicht an! Wo willst du jetzt hin? Das Ding wieder aus. Ich muss meinen Vitaminsaft machen. Der ist gut für die Haut. Isst du das Zeug eben roh? Der Mixer frisst so viel Strom. Das ist nicht gut für die Leitungen, okay? Ja, dann kümmere dich gefälligst darum, anstatt hier blöde Sprüche zu klopfen. Ich frage mich nur, wo bleibt Dana Wolf? Wo bleibt die denn verdammt nochmal? Vielleicht musst du dir vor Aufregung nochmal aufs Klo. Was? Das muss man doch manchmal. Die Spannung ist kaum noch auszuhalten. Und da, endlich, Dana Wolf erscheint. Sie humpelt leicht, scheint aber in guter Verfassung. Komm schon, Dana, steig auf! Jetzt, der Moment ist da. Hagen von Lahnstein, Ausrichter Christian des Ziel Lahnstein. Pass auf, ich hab was viel Besseres. Die letzte Reiterin, die absolute Außenseiterin, meine Damen und Herren, Dana Wolf auf Dionysos. Was für ein Applaus, meine Damen und Herren. Die Teilnehmer des diesjährigen Lahnstein-Derbys gehen an den Start. Und hier kommt als letzter Dionysos aus dem gastgebenden Lahnstein gestöhnt. Geritten von der Newcomerin Dana Wolf mit der Startnummer 16. Du hast keine Chance. Immerhin hast du dieses Mal meinen Sattelgurt in Ruhe gelassen. Das wäre ja auch langweilig. Ich hab dir doch eine Überraschung versprochen. Komm schon, Pippi. Du zuerst. Nach dir, Bambi. Doch scheinbar gibt es Probleme vor den Startbox. Na los. Dionysos oder Megaira, einer von beiden muss zuerst einreiten. Da scheint es ein kleines Problem mit Dionysos zu geben. Hoffentlich bekommt Dana Wolf den temperamentvollen Hengst noch in den Griff. Das ist doch Dana, was ist mit ihr? Ich weiß nicht. Bestimmt ist sie nervös und das Pferd auch. Verlieren kann so schmerzhaft sein. Die Pferde sind in ihren Boxen in wenigen Sekunden von der Starterfolge. Ah! Lass ihn laufen, los! Wird es Dana Wolf gelingen, bei Dionysos auch Reserven zu mobilisieren? Dionysos ist anders. Du musst ihn auf Erzielgraden einfach laufen lassen. Zeig ihm, dass du ihm vertraust. Kein Druck und keine Peitsche. Was für ein Missgeschick! Dana Wolf verliert die Gerte so groß vor dem Ziel. Was ist das denn jetzt? Was ist das? Dana Wolf und Dionysos holen auf! Dann haben Aber Dionysos läuft jetzt wie beflügelt. Nur noch eine Länge brennt die beiden. Eine halbe Länge. Meter um Meter holt Dionysos
das auf! Es wird gleich hat sie sich. Los, weiter! Was nicht die beiden für ein Duell liefern, die Favoriten und die Außenseiterin, es könnte nicht spannender sein! Wer wird der erste Ladenstein-Champion? Die Honigsons oder Migaya? Die Lana Wolf oder Theresa Erzberger? Was ist das denn jetzt? Das ist Talat'n Akku. Ja, aber die Übertragung läuft per Internet. Auf Fritsche! Fritsche!